Kurhaus am Sarnensee. Die richtige Umgebung für Ihre Erholung, Pflege und Therapie. Herzlich willkommen zur Heilkunde. Sie fragen sich sicher, warum habe ich heute Nadeln im Gesicht. Mein Gast ist Petra Bossart von der TCM-Praxis Bossart in Rothenburg. Herzlich willkommen, Petra. Schön, bist du da. Danke vielmals, Helda. Petra, was hast du mit mir gemacht? Ja, ich habe gedacht, heute in dieser Sendung und gerade in der Moderation hast du natürlich ganz viel immer im Kopf und musst denken. Und ich habe am Kopf oben, in der Stirne, Yin Tang gestochen. Das ist ein Punkt, der Shen beruhigend, wir sagen dem Geist, also eben der Yin Tang ist ein Shen beruhigend, Geist beruhigender Punkt. Vielleicht hätte ich den sehr wahrscheinlich besser gebraucht an deiner Stelle, aber ich glaube, der Punkt ist wichtig, dass dein Kopf klar, entspannt, dein Geist beruhigt ist. Und ich habe dir aber auch noch einen an der Hand gestochen. Nicht, dass dann noch auf einmal zu viel Energie im Kopf gleich entsteht und Hitze entsteht, sodass man die Hitze wieder ein bisschen ableiten kann. Westliches und östliches Denken, kulturell prägte Unterschiede, Petra. Was bedeutet denn Gesundheit nach der traditionellen chinesischen Medizin? Also, wenn du jetzt so ein kleines Nödel anschaust, das du hier in der Stirn und in der Hand hast, und das kleine Nödel hat so eine grosse Wirkung und Geschichte, 2.000 bis 3.000 Jahre alte Geschichte im Hintergrund der chinesischen Medizin. Und der Fokus in der chinesischen Medizin war immer die Beobachtung vom Menschen, von der Natur, von seiner Umgebung. Man hat alles so ein bisschen im Gegensatz und Bezug genommen. Und darum, wenn wir Gesundheit anschauen in der TCM, dann nachher schauen wir den Menschen an. Der Mensch mit seinen Thematiken, mit dem tut dort die 5 Elemente einbeziehen. Man setzt den Patienten in quasi eine Typologie rein, schaut, was stärkt ihn, was nährt ihn, was kontrolliert ihn, wo kann man ihn auch abholen, dass er wieder in die Balance kommt. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Darum haben wir dort auch die Grundlagen von dem Yin und Yang. Das sind sicher schon viele von euch gehört. Das ist eben schon das Yang, das männliche, dynamische, warme, heisse, das Yin, das weibliche, nährende, kühlende. Und aber auch das, auch wenn die so gegensätzlich sind, müssen die in einer Balance stehen. Das heisst, wenn wir dort einen Klient bekommen, schauen wir, wo ist zum Beispiel ein Fülle oder wo ist eine Leere und dass man das wieder ein bisschen ausbalanciert. Oder wo ist das Problem im Aussen oder im Innen? Oder ist es mehr Hitze, mehr Kälte? Also die Gegensätzlichkeiten wieder in die Balance hineinbringen, das ist etwas ganz Wichtiges. Und man hat in der chinesischen Medizin auch die Vorstellung von dieser Energie, dem sagen wir Qi, wo in vorgegebenen Bahnen, dem sagen wir Meridian und Netzgefäß fließt und das Qi hat auch eine Wirkung. Also jedes Qi hat eine Funktion gegen auf, gegen ab, verteilen oder regulieren. Und auch dort ist dann der Gesundheitsaspekt so, dass man sagt, das Qi muss gelassen und entspannt fließen, jedes in seiner Richtung. Und wenn wir das haben, dann reden wir von Gesundheit. Und in der westlichen Medizin erfolgt ja eine Diagnose aufgrund von Messungen und Labortests. Mhm. Wie sieht denn die Diagnostik bei euch aus? Ja, also grundsätzlich ist zu sagen, wenn wir einen Klient bei uns reinbekommen in die Praxis, dann ist das für uns natürlich sehr gut, wenn wir schon mal Labors haben und Messungen haben, die wir auch zur Verfügung haben, wo wir natürlich auch sehr froh darüber sind. Wir in der Naturheilpraxis mit der chinesischen Medizin tun aber, wie schon gesagt, ganz viel im Gespräch, im Betrachten, im Anschauen vom Menschen. Was ist sein Thema? Wo hat er Sachen, die gut laufen? Was sind aber eben auch die Sachen, die ihn krank machen. Und darin erfragen wir natürlich sein ganzes Leben. Das ist die Ernährung, das sind seine Schlafgewohnheiten, das ist das ganze Umfeld von ihm und probieren das natürlich so gut wie möglich zu erfassen und ergänzen das dann nachher noch mit einer Zungendiagnostik und einer Pulsdiagnostik. Also es ist nicht so ein bisschen anders als die Schulmedizin. Wir können anhand der Zunge relativ viel schon mal sagen. Und beim Puls tun wir nicht einfach nur zählen, sondern wir haben auf jeder Seite 3 Pulsqualitäten, die wir betrachten. Und kein TCM-Krankheitserreger? Krankheitserreger in dem Sinn, dass wir jetzt jemanden haben, der sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Staphylokokk oder irgendetwas. So kennen wir das nicht. Wir reden in der chinesischen Medizin von pathogenen Faktoren. Und zwar unterscheiden wir da 2. Wir haben äußere pathogene Faktoren, das sind Sachen, die
von außen nach innen gelangen können oder eben, die krankmachend sind. Aber wir haben auch die inneren pathogenen Faktoren, sehr häufig sehr emotionale Aspekte, die wir anschauen. Danke vielmals, Petra. Schaltet Sie wieder ein in 14 Tagen um 10 vor 6 Uhr, wenn es wieder heisst Heilkunde. Und erfahren Sie dann mehr über die Macht der traditionellen chinesischen Medizin. Ich freue mich auf Sie. Am Sarnensee. Die richtige Umgebung für Ihre Erholung, Pflege und Therapie.